Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich einigen Kollegen nachträglich zu ihren Geburtstagen gratulieren. Die Kollegen Andreas Lemmel, Achim Post und Udo Hemmelgarn haben ihren 60. Geburtstag gefeiert. Der Kollege Martin. Der Kollege Martin Renner hat seinen 65. Geburtstag gefeiert. Der Kollege Dr. Hans Michelbach hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. Allen genannten Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich im Namen des ganzen Hauses. Für die heutige 98. und die morgige 99. Sitzung konnte zwischen den Fraktionen im Ältestenrat keine Tagesordnung vereinbart werden. Die Fraktion der AfD hat dem Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen. Ich habe daher den Bundestag mit der von den anderen Fraktionen vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Es gibt des Weiteren eine interfraktionelle Vereinbarung, die vorgeschlagene Tagesordnung, um die unter Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. Vor dem Tagesordnungspunkt 7 soll eine Aktuelle Stunde mit dem Titel CO2-Steuer und ihre Auswirkungen auf die Energiepreise aufgesetzt und die bisher an dieser Stelle vorgesehene Aktuelle Stunde mit dem Titel nach dem globalen Report zur Artenvielfalt politische Konsequenzen aus dem gefährlichen Artensterben am Freitag als letzter Tagesordnungspunkt aufgerufen werden. Der Tagesordnungspunkt 8 soll abgesetzt und stattdessen nach dem Tagesordnungspunkt 10 der Antrag auf der Drucksache 19-968 mit dem Titel Privilegierte Partnerschaft statt Vollmitgliedschaft EU-Erweiterungspläne für den Westbalkan zu überdenken, mit einer Debattenzeit von 38 Minuten aufgesetzt werden. Ebenso soll der Tagesordnungspunkt 24 abgesetzt und an dessen Stelle der Antrag auf der Drucksache 19-961 mit dem Titel Rückabwicklung von Finanzhilfen für Griechenland wegen Nichterfüllung und Nichtbeachtung der Kreditkonditionen im Umfang von 60 Minuten beraten werden. Schließlich mache ich noch auf zwei nachträgliche Ausschussüberweisungen im Anhang zur Zusatzpunkteliste aufmerksam. Wird das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht? Bitte sehr, Herr Kollege Baumann. Die AfD wünscht eine Geschäftsordnungsdebatte zur Tagesordnung nach § 29. Sie wünschen das Wort zur Geschäftsordnung? Ja. Dann nehmen Sie es. Und sprechen wird der Kollege Stefan Brandner dazu. Der Kollege Brandner wünscht das Wort zur Geschäftsordnung. Dann haben Sie das Wort zur Geschäftsordnung. Bitte sehr. Dazu brauchen wir keine Debatte beschließen. Wenn das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht wird, wird es erteilt. Das ist die Regel. Herr Kollege Brandner. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt, hier steht noch gar kein Wasser. Könnte ich ein Schlückchen Wasser bekommen? Bitte? Ich habe noch nicht gefrühstückt, hier steht noch kein Wasser. Ich hätte gerne einen Schluck Wasser, bevor ich beginne. Herr Kollege Brandner, einen Moment bitte. Dankeschön. Wenn Sie noch einmal Platz nehmen, wir werden das Wasser hinstellen. Und dann, ich habe es jetzt. Okay, danke. Dann haben Sie jetzt das Wort und bitte nehmen Sie es auch. Meine Damen und Herren, es ist an mir, den Geschäftsordnungsantrag der AfD-Fraktion zu begründen. Wahrscheinlich verfordern, wenn da einer von Ihnen ausgekungelt wird und für alle erwidert. Ich tippe mal auf den Kollegen Buschmann, der das macht. Meine Damen und Herren, aus zwei Gründen lehnen wir die Tagesordnung ab. Der erste Grund ist ein weiterer Bruch mit einer langen parlamentarischen Tradition in diesem Hause, dass es der größten Oppositionsfraktion obliegt, den ersten Oppositionstagesordnungspunkt am Donnerstag zu bestimmen. Das war immer so, es ist plötzlich nicht mehr so. Plötzlich gibt es ein rollierendes System, nachdem die größte Oppositionsfraktion, also die AfD, und dann eine weitere, meistens die FDP, diesen Tagesordnungspunkt bestimmen können. Dass die FDP eine Art Wurmfortsatz der Regierung ist, wissen wir alle. Dass dabei deshalb mit parlamentarischen Traditionen gebrochen wird, ist eine Schande für dieses Parlament, meine Damen und Herren. Wenn ich über parlamentarische Traditionen rede,
erlaube ich mir, an Ihre Tricks zu erinnern, im Jahr 2017 uns den seit über 100 Jahren feststehenden Alterspräsidenten zu versagen und sich da in die Tradition eines Reichsinnenministers und eines Reichstagspräsidenten zu stellen. Auch da haben Sie mit Traditionen gebrochen, meine Damen und Herren. Aber der Gipfel der Ignoranz und der Willkür des Umgangs mit uns ist das, was Sie hier mit dem Bundestagsvizepräsidenten veranstalten. Wir haben heute beantragt, eine Wahl aufzusetzen. Wir haben drei Kandidaten vorgeschlagen, meine Damen und Herren. Es wurde von Ihnen abgelehnt, überhaupt nur die Wahl auf die Tagesordnung zu nehmen. Damit verstoßen Sie gegen Verfassungsrecht, Sie verstoßen gegen Geschäftsordnungsrecht und Sie verstoßen gegen einstimmige Beschlüsse dieses Parlaments. Artikel 40 Absatz 1 des Grundgesetzes statuiert Bundestagspräsidenten und Bundestagsvizepräsidenten. Sie haben also Verfassungsrang. Wenn Sie in § 2 der Geschäftsordnung hineinschauen, da ist statuiert, und das ist nicht etwa eine lose Abrede zwischen irgendjemand, in der Geschäftsordnung ist statuiert, dass jeder Fraktion mindestens ein Bundestagsvizepräsident zusteht. Und da wir eine Fraktion sind von der AfD, steht uns das zu. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Jetzt könnte man sagen, ja, die Geschäftsordnung interessiert uns nicht weiter, wenn es um die AfD geht. Genauso handeln Sie ja heute und hier auch wieder. Es gibt aber auch noch einen Bundestagsbeschluss, den wir gefasst haben am 27.10.2017. Bundestagsdrucksache 19/3. Die scheint bei Ihnen allen in Vergessenheit geraten zu sein. Einstimmig hat dieser Deutsche Bundestag bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen, dass jeder Fraktion ein Bundestagsvizepräsident zusteht. Da gibt es keine Auslegungsmöglichkeiten, meine Damen und Herren. Und darauf bestehen wir. Und deshalb ist es eigentlich zwingend, dass natürlich auch der Tagesordnungspunkt zur Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten aufgesetzt wird, meine Damen und Herren. Es ist geltendes Verfassungsrecht, geltendes Geschäftsordnungsrecht und § 2 Absatz 2 Satz 5. Herr Buschmann wird wahrscheinlich, glaube ich, tippe mal, Sie sind es, oder? Wird gleich wahrscheinlich darauf eingehen, sieht vor, dass mehrere Kandidaten zur Wahl gestellt werden können. Das steht ausdrücklich da drin. So, da steht nirgendwo, dass diese Kandidaten nicht von einer Fraktion stammen dürfen. Und seien Sie doch froh darüber. Wir unterbreiten Ihnen ein weiteres Personaltableau mit fähigen Persönlichkeiten, die wir Ihnen vorgeschlagen haben, mit Herrn Otten, mit Herrn Podolei und mit Herrn Renner. Sie haben die Auswahl, Sie haben die Qual der Wahl, liebe Altfraktionen. So, jetzt sagen Sie alle, ja, stellt doch einen auf, dann wählen wir den Guten. Und jetzt wird es ganz perfide. Jetzt setzen Sie den Tagesordnungspunkt nicht mal mehr auf die Tagesordnung. Es gibt Bestrebungen der FDP zu sagen, ja, das wählen wir nur noch alle drei Wochen. Ja, was ist das denn für eine Demokratie? Sowas geht überhaupt nicht. Entweder haben wir einen Anspruch drauf und der ist statuiert in der Geschäftsordnung und im einstimmigen Beschluss 19/3, oder wir haben ihn nicht. Dann sagen Sie doch ganz offen, dass Sie keinen wählen wollen. Ändern Sie die Geschäftsordnung, heben Sie den Beschluss 19/3 auf und ändern Sie meinetwegen das Grundgesetz. Das wäre dann geradlinig von Ihnen. Aber zu heucheln, dass Sie Beschlüsse beachten würden und das Gegenteil hier zu tun, das geht nicht. Deshalb bitte ich Sie, kehren Sie auf den Boden der Rechtsstaatlichkeit zurück. Blockieren Sie nicht weiter die Arbeit des Bundestages durch Geschäftsordnungstrick. Verhalten Sie sich einfach wie Demokraten sich verhalten in einer funktionierenden Demokratie. Vielen Dank. Zur Vermeidung von Unklarheiten möchte ich gerne aus Artikel 40 Absatz 1 des Grundgesetzes den Satz 1 zitieren. Der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Ergibt sich eine Geschäftsordnung. Das ist eine Vorschrift des Grundgesetzes, dass die Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Bundestages gewählt werden. Ich habe weiter das Wort zur Geschäftsordnung gewünscht. Herr Kollege Buschmann. Das ist die Pflicht des Bundestagspräsidenten, auf das Grundgesetz hinzuweisen. Jetzt hat das Wort zur Geschäftsordnung der Kollege Buschmann. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Zwei Dinge zeigt diese Maßnahme erneut. Keine andere Fraktion dieses Hauses steht mit dem Prinzip des Rechtsstaats und mit der Achtung vor den Institutionen unserer Verfassung so sehr aufs Kriegsfuß wie diese Fraktion der AfD. Und deshalb möchte ich
diese Scharlatanerie hier auch mal einordnen. Sie ist nämlich Ausfluss einer Ansage, die Ihr Fraktionsvorsitzender in der FAZ in einem Interview wörtliches Zitat gemacht hat. Es solle hier nämlich im Parlament Krieg geführt werden. Und Krieg ist kein Wettbewerb, kein sportlicher Wettbewerb, sondern zielt auf Vernichtung an. Und was Sie vernichten wollen, ist das Ansehen dieses Parlaments und dieses Hauses. Und dieses denke ich mir auch nicht aus, sondern in der FAZ vom 4.4.2019 ist zu lesen, die AfD droht damit, die Arbeit des Bundestags systematisch zu behindern. Und ein wörtliches Zitat aus einem internen Papier, ich zitiere aus der FAZ, die aus ihren Papieren zitiert, in jeder Sitzungswoche fänden dann zeitraubende Wahlen statt. Das werde, Zitat, das Ansehen des Bundestags nachhaltig beschädigen und das Vertrauen in unsere Demokratie erschüttern. Und darauf legen Sie es an. Schämen Sie sich. Und wie gehen Sie vor, um dieses Ziel der Untergrabung des Ansehens des Bundestages hier zu erreichen? Sie machen Taschenspielertricks. Und zwar die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages sieht vor, dass Wahlgänge im Zweifelsfall nur dann stattfinden, wenn sie vorher angekündigt, mit Drucksache verteilt sind und dann eine Schutzfrist von 3 Wochen gilt. Das ist Ausfluss der wehrhaften Demokratie, um sich gegen Verfassungsfeinde in diesem Haus nämlich zur Wehr zu setzen. Und dass wir auf diese Regeln bestehen, dass, wenn wir auf diese Regeln bestehen, wenn Sie uns mit Ansage den Krieg erklären, da dürfen Sie sich nicht drüber beklagen. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie gegen Leute wie Sie. Und was Sie in der Sache vortragen, entbehrt jeder juristischen Logik. Deshalb ist es ja vermutlich Ihrem ersten PGF auch zu peinlich, das hier vorzutragen. Da muss Herr Brandner hier in die Bütt steigen. Da muss Herr Brandner in die Bütt steigen, um uns zu erklären, dass die Wahl eines Vizepräsidenten, ein Benennungsrecht seiner Fraktion wäre. Ich darf Sie aufklären. Sie haben ein Vorschlagsrecht. Wählen tut der Bundestag mit Mehrheit, und daran werden Sie nichts ändern. Und der Vorschlag von gleich 3 Kandidaten aus einer Fraktion für eine Position, wo ihnen ein Benennungsrecht zuschlägt, ist nicht nur rechtlicher Blödsinn. Es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand weiß, dass, wenn ich ein Vorschlagsrecht für eine Position habe, dass ich nicht 3 Kandidaten vorstellen kann. Und das ist ja ein Fortsetzungsroman mit Ansage. Wir wissen ja, worauf das hinausläuft. Sie wollen dann nämlich am Ende behaupten, wenn Sie 3 Kandidaten vorschlagen, dann würde im 3. Wahlgang ja die relative Mehrheit reichen. Und wer dann mal gerade eben die Stimmen Ihrer Fraktion hat, der ist es dann. Sie wollen ein Wahlrecht umwidmen in ein einseitiges Benennungsrecht. Das ist undemokratisch, das ist verfassungswidrig. Und auf solche Hütchenspielertricks werden wir hier nicht hereinfallen. Deshalb, meine Damen und Herren, unser Parlament hat Regeln. Unser Parlament kennt Ordnung, und diese Regeln und diese Ordnung sind dazu da, um uns gegen Obstruktion, wie Sie sie vorhaben, zu schützen. Wenn Sie uns den Krieg erklären, davor haben wir keine Angst, denn unsere Verfassung ist wehrhaft gegen Leute, gegen Sie. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung liegen mir nicht vor. Wir kommen damit zur Feststellung der Tagesordnung der heutigen 98. und der morgigen 99. Sitzung mit den zuvor genannten einvernehmlichen Ergänzungen. Wer stimmt für diese so ergänzte Tagesordnung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Tagesordnung gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der übrigen Fraktionen so beschlossen. Damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a bis 3g sowie die Zusatzpunkte 3 und 4. Erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Entwürfe eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und eines Gesetzes über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung
sowie Beratung weiterer Vorlagen zur Einwanderungspolitik. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesminister des Innern für Städtebau und Heimat, Herr Horst Seehofer. Bau und Heimat. Entschuldigung. Früher hieß es einfach nur Bundesminister des Innern. Das war auch ein schöner Titel. Ja, lieber Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren,